So Leute, sorry, weiter geht's. Okay, wir haben jetzt die Fee. Die Feder. Mit der wir auch an Orte kommen, an denen wir bisher noch nicht waren. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass wir hier schon überall waren. Soweit. Wo kommen wir noch weiter? Bei der Heroinhöhle würden wir jetzt tatsächlich weiterkommen. Und hier kommen wir weiter. Martha, hier. Na komm, weg. Ja, ein neuer Trank, Leute. Haha. Okay, und hier soll es ja ein Gasherfeld geben, Leute. Ich glaube, es ist hier. Das hier vielleicht auch. Nein. Okay, dann weiter. Ein Herzteil! Du hältst ein Herzteil! So, Leute, ich weiß gar nicht, wo das letzte... Wir haben ja mit 4 Herzen begonnen, statt mit 3. Und es kommen noch 6 Dungeons auf uns zu. Das heißt, noch 6 Herzteile. Das heißt, uns fehlen nur noch 3... noch 6 Herzcontainer. Uns fehlen nur noch 3 Herzteile. Das ist super. Kann es sein, dass dafür das bei den Gasherkern und bei Martha jetzt weg ist? Dass wir das sozusagen mitgesammelt haben? Und noch 2 andere vielleicht? Wäre toll. Okay, dann hätten wir... Oh, da wäre ich jetzt fast einfach reingelaufen. So, da hilft uns das nicht weiter. Da möchte ich jetzt tatsächlich gar keinen Gasch... Oh, ich habe 3 Gaschekill. Aber nein, das in der Stadt, das mache ich nicht, Leute. Oder sollte ich? Nein, ich glaube nicht. Ich könnte mir jetzt allerdings einen neuen Gasherkern kaufen. Ach, dann machen wir doch, Leute. Wir haben ja jetzt 4 Kerne. So. Wo machen wir als nächstes weiter? Hier unten könnten wir weitermachen. Hier gab es doch etwas zum Rüberspringen. Ja, genau. Ich bin Jamal. Ich entwickle Gegenstände, die unter Wasser zum Einsatz kommen. Vor meinem Tod möchte ich die Arbeit an den Schwimmflossen und dem wasserfesten Seil zu Ende bringen. Hoffentlich kann ich allen Menschen helfen, indem ich solche Dinge erforsche. Das hoffe ich auch. Vor seinem Tod, jetzt ist es natürlich noch nicht, aber irgendwann. Und in der Zukunft können wir uns das dann holen. Oh, hey Minder! Suchst du etwas Bestimmtes? Wie bitte? Jeval? Den Namen kenne ich doch.
Genau, ich sah ihn auf einem Grab in unserer Zeit. Aber mir fehlt die Zeit zum Plaudern. Ich habe zu tun. Bis später. Tja, dann wissen wir jetzt, wo wir die Schwimmflossen herbekommen, Leute. Okay. Hätten wir sonst noch etwas? Könnten wir hier jetzt irgendwo weiter? Ja! Fuß des Kugelkamms und links ist Lünerdorf. Okay. Das sagt... Ich kenne das, Leute. Das kommt mir bekannt vor, aber sagt mir überhaupt nichts, was wir damit machen sollen. Leider. Und hier ist das Gleiche. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier gar nicht mehr weiterkommen vorerst. Lasst uns in unsere Zeit zurückgehen. Wobei, wir können ja jetzt erstmal kurz... Ach, das ist ja der Junge. Wir sehen uns das in unserer Zeit nochmal an. Wir kommen jetzt auch hier weiter. Da hätte ich Lust darauf, Leute. Na? So, jetzt müssen wir halt das Rätsel hier nochmal machen. So, wie ging das nochmal? Mal sehen, ob wir jetzt weiterkommen. Wahrscheinlich fehlt uns dann wieder ein Gegenstand. Wahrscheinlich dann die Schwimmflossen oder so. Und diese Heroinhöhle können wir dann erst mit allen Gegenständen dann irgendwann mal durchmachen oder so. Dann machen wir diese Rätsel schon im Schlaf. Moment mal, muss ich das überhaupt durchmachen? Ich habe ja die Schlüssel schon... Ach, ich bin so blöd. Ich habe den Schlüssel ja schon gemacht. Ich hätte einfach durchgehen können. Ja, Mist, diese Fledermaus. Okay. So. Nein, das ist das Falsche. Das war zu früh. Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Na toll. Mist. Na gut. Versuchen wir es einfach ein andermal wieder. Oh, das war ja noch einfacher. Thank you.
Okay, Makubaum, was hast du dieses Mal Neues? Hier! Sieht aus wie ein Feenbrunnen, nur dass hier nichts ist. Tja. Hier links haben wir nichts und hier rechts ist auch nichts Neues. Okay. So, und hier müssten wir jetzt wieder etwas Neues haben. Laubkerl. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Geheimnisse fehlen uns noch, Leute. Dann hätten wir alle. So, wir haben doch sicher ein paar Ringe, die wir schätzen lassen könnten. Einen. Ein Immunring grün. Kein Schaden bei Elektrizität. Das ist echt nett. Okay. Oh. Du bist Winder, der Retter von Holodrum, nicht wahr? Es muss das Schicksal sein, das uns zusammenführt. Hörst du meine Bitte? Ja. Erinnerst du dich noch an Bürgermeister Uhl in Holodrums Horndorf? Überbringe dem Bürgermeister bitte dieses Geheimnis, ja? Ja. Das Geheimnis lautet... Q7JPIC-F. Okay. Ja. Vergiss es nicht. Nein, nein. So, ich komme da leider immer noch nicht weiter. So. Wir könnten jetzt hier links weitermachen. Hier war ich aber eigentlich komplett fertig, glaube ich. Oder? Höchstens hier rechts vielleicht noch. Ah! Bomben! Oh, halt, Müller, das ist nicht die Feder. Du hältst 50 Rubine, du hast Glück! So, dann würde noch hier fehlen die Truhe. Und hier müssten wir da noch irgendwie hinkommen. Ich habe auch schon eine Ahnung, wie wir da hinkommen würden, aber das wird doch dauern. Bitte was? Winder, dein Abenteuer hat dich also nach Lebrunne verschlagen. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Du müsstest eine große Fee hinter den Wasserfällen in Holodrums versunkenen Tempel der Jahreszeiten finden können. Oh, da ist also eine Oh, das ist ja geil. Okay, wir wissen endlich, wofür das ist, Leute. Bitte erzähl ihr mein Geheimnis, ja? Ja. Das Geheimnis lautet? YMGQ, Pfeil nach oben. Alles klar? Ja. Vielen Dank. Super, Leute, wir sammeln Geheimnisse. Haha. Eigentlich schade, dass wir die gar nicht mehr hergeben. Naja. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Ich brauche jemanden, der etwas braucht, das stinkt. Okay, dann kommen wir hier erstmal nicht mehr weiter. Und da oben kamen wir auch nicht weiter.
Dann machen wir hier unten weiter. Also mit Umsehen. Natürlich kommt noch, können wir zum Friedhof gehen. Aber erstmal umsehen, was wir jetzt mit der Greifenfeder machen können. Nein. Ja, dann gehen wir zum Friedhof. Nein. Damit hat der Typ nicht gerechnet. Der verdreht noch ein wenig. Geister, Hilfe! Hä, was macht denn der Spinner hier? Was glotzt er so dämlich? Die kriegen wir auch noch weich. Bitte friss mich nicht. Ich schmecke ganz scheußlich. Die Gäste sind alle fort. Winder? Ich helfe dir, wenn du magst, Winder. Klettere auf meinen Rücken. Drücke mehrfach A, um zu schweben, oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Ich möchte nicht zu weit gehen. Na gut. Wir haben Benny gefunden, Leute. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Auf diese Weise kannst du Gräben überqueren. So, weg sind sie. Nur jemand, der gleichermaßen über Macht und Leichtfüßigkeit verfügt, kommt in den Genuss meiner Erfindung. Jeval! Du erhältst Zoras Flossen, mit ihnen kannst du schwimmen, drücke A, um voranzuschwimmen und B, um zu tauchen. Super, Leute. Also ich werde das übrigens... Also die Oracle of Sea, Off-Spiele, Leute, die Zwingsedition, die sind offenbar nicht so gemein wie Link's Awakening. In Link's Awakening war ziemlich viel versteckt und so weiter. Ein Gewaltau, dieses robuste Seil ist absolut seefest. Und ja, in Oracle of Seasons hat es uns, glaube ich, gar nichts gebracht, überall zu tauchen. Ich werde das hier also auch sein lassen. Ein Gewaltau. Wasserfestes Seil. Benny ist weg. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Schön, dass ich helfen konnte. Bis später. Ja, Benny ist weg. Mir fällt gerade ein, bist du wieder da.
Na egal. Wir können schwimmen. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Okay, packen wir hier auch wieder einen Gashakern rein. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo ins Wasser kommen. Ja genau, dann lassen wir das. Gehen wir hier raus. Wir können schwimmen, das finde ich toll. Baby ist... So. So, da kann ich aber nicht schwimmen, Leute. Das ist Meerwasser. Da kommen wir nicht voran. Mhm. Wo wir jetzt aber hinkommen, ist hier. Aber auch nur bis hierher. Aber ich komme jetzt hier hin. Gut, hier komme ich nirgendwo hin. Da geht es auch nicht weiter. Aber hier komme ich hin. Okay. Da fällt mir ein, in der Vergangenheit gibt es einen Ort, wo wir jetzt hin können, wo wir vorher nicht hin konnten. Mit der Greifenfeder schon. Ohne die Schwimmflügel. Schwimmflossen. Hier möchte ich tatsächlich einmal drumherum. Schade. Okay, was hätten wir sonst noch?